Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute wieder bei Darksiders. Und was euch vielleicht auffällt, ist, wir starten an einem anderen Punkt, als an dem wir aufgehört haben. Ja, und zwar, ich hatte beim letzten Mal noch ein bisschen rumprobiert, weil ich ja ewig den Weg nicht gefunden hatte und hatte ihn dann irgendwann gefunden, weil ich Depp einfach was übersehen hatte. Hab dann meiner Meinung nach gespeichert. Und hab ausgemacht, weil ich dachte, naja, dann zocke ich halt das nächste Mal mit euch weiter. Und starte jetzt das Game und wie wir sehen, kommen wir hier raus. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir da lang. Aber da wissen wir ja nun, dass wir da in dieses komische Becken kommen. Ich würde mit euch gerne nochmal den anderen Weg hier austesten. Da waren wir nämlich noch nicht. Und wer weiß, vielleicht stehen wir gleich vor dem nächsten Rätsel, aber wir gehen doch einfach mal hier hin. Oder waren wir beim letzten Mal hier auch schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir ist so, als wären wir hier noch nicht gewesen. Deswegen wascheln wir jetzt mal einfach hier lang. Wobei das hier verdächtig danach aussieht, als wären wir hier schon mal gewesen. Ach du Gott, okay. Ich sehe, wir haben massiv Seelen. Wir müssen endlich mal ein bisschen was ausgeben. Ach, hier oben kommen wir noch nicht weiter. Hoppala. Das wollte ich. So, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Kohle ausgeben. Wir haben echt massiv auf der hohen Kante. Es ist jetzt nicht so, dass das schlecht wäre, aber ist ja jetzt nicht so, dass es das irgendwie Zinsen bringen würde, wenn wir das bei uns oben mit rumschleppen. Also von daher können wir es eigentlich auch ruhig mal ausgeben. Müssen wir mal schauen, wenn wir den Eulen Bulgrim das nächste Mal sehen. Waren wir hier oben schon oder waren wir hier nicht? Aber eigentlich die Kisten sind ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht hier waren, oder? Egal, wir wollen jetzt gucken. Jetzt gehen wir wieder zurück in das Becken. Und, ja, ich hatte es an der Stelle, übersehen. Ich hoffe, ich finde das jetzt wieder, weil das letzte Mal, dass ich mit euch gezockt habe, ist jetzt wieder schon ein, zwei, drei Tage her. Und, ich hoffe, ich finde das jetzt einfach wieder. Aber bestimmt, bestimmt finden wir das wieder. So, ihr habt das wahrscheinlich sogar gesehen. Das ist so dieses typische, ich bin am Zocken und bin am Quatschen und versuche mich auch halbwegs, na, geh schon, halbwegs darauf zu konzentrieren, was ich mache und übersehe dann so essentielle Sachen. Ihr werdet es bestimmt gesehen haben. Aber tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe es ja jetzt gefunden, beziehungsweise rein theoretisch weiß ich jetzt, wie wir weiterkommen. Schauen wir mal. So. Also was heißt, ich weiß, wie wir weiterkommen. Ich hatte halt einfach nur einen Weg gesehen. Ich hatte nur einen Weg gesehen, wo man hätte weitermachen können. Ich bin dann aber nicht weitergegangen, weil das wollte ich mir natürlich nicht nehmen, das mit euch zu machen. So. Und zwar war das beim Tauchen. Ich glaube, das war das da hinten? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir haben es ja nicht eilig. Also hier sieht es nicht so aus, als kämen wir weiter. War das hier? Nee, hier war das auch nicht. Weil man konnte nämlich an der einen Stelle unter Wasser nach oben krabbeln. Also scheinbar hat er doch nicht alles gespeichert. Ich bin der Meinung, dass wir diese ganzen Gegner hier schon platt gemacht hatten. Ah, Dreckvieh. Ja, seht ihr das? Hier waren wir definitiv. Und die Stelle da oben, das habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Egal, kann dem Besten passieren, oder? Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr die Haare gerauft, als ihr das gesehen habt. Und dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wie gesagt, ich hatte rumgesucht und hatte dann gesehen, dass es hier weitergeht. Bin aber nicht weitergegangen. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft, bleiben wir gleich wieder stecken. Ich freue mich. Nee, wir werden mal sehen. Ich glaube, wieso, wie sieht denn der das nicht an?
Normalerweise hat der das doch immer. Na, bin ich jetzt. Ach, weil ich doof bin. So, okay. Dann haben wir das. Und dann haben wir. Na, kommt her, ihr Drecksviecher. Na, kommen sie jetzt? Ja, sehr schön. Ach ja, schöne Viecher. Ja, also ist es wieder mal so, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Und so wird das aber nichts. Ich glaube, ich muss erst noch mal runter. Genau, ich muss erst noch mal runter, muss dann das Feuer von da drüben darüber bringen. Ihr seht es vielleicht, da drüben ist auch Gas und dann eine Bombe hochwerfen. Na, dann schauen wir doch mal. So, die eine Bombe hochwerfen, das können wir schon mal machen, wenn wir irgendwie halbwegs gut treffen. Ah, das war doch easy. So, dann machen wir noch diesen hier. Und geht das? Hat das geklappt? Das hat geklappt. Und ich... Ja, das werden wir... Nee, von hier unten werden wir das nicht schaffen. Brauche ich gar nicht probieren. So eine weite Range haben wir nicht. Aber wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. So. Ja, so ist das halt. Das sind halt diese... Hoppala. Das sind halt diese Hack-and-Slay-Games, die nicht nur Metzeln sind, sondern man hat halt auch einfach immer noch so einen gewissen Knobelfaktor mit da drin. Das ist ja auch gut. Sonst wär's ja auch zu langweilig. Aber wenn man dann so wie ich einfach mal völlig auf dem Schlauch steht, ist das natürlich auch Käse. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie sehr ihr euch die Haare gerauft habt, während ihr vor dem Monitor saßt und ihr dachtet, oh, Shorttime, sei doch nicht so dämlich. Naja, gehört dazu. Gehört dazu. Ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ah, diese blöde Steuerung, ey. Boom. Sehr schön. Kommen wir doch auch endlich hier unten raus. War doch jetzt eigentlich gar nicht so schwer, oder? Ich weiß nicht, wie lange habe ich... Oh, was war denn das? Ah. Wie lange habe ich daran beim letzten Mal gerätselt? Ich weiß nicht, glaube ich, habe es relativ schnell abgebrochen dann, ne? Also ich habe nicht so lange gemacht. Aber ist jetzt auch Wumpe. Aha. Da drüben kommen wir doch nicht rüber, oder? Da unten ist zwar Wasser. Oder probieren wir... Ich gehe da jetzt einfach mal runter, so. Weil wir gierig sind, wollen wir das nämlich haben. Okay, hier kommen wir hoch. Da drüben ist eine Kiste, die hätte ich ja gerne. Ich habe so die dumme Befürchtung, da kommen wir später irgendwann hin. Da kommen wir auch noch nicht durch. Ich glaube, wenn ich mir das hier so anschaue, hier steht so viel Zeug rum von diesem Eis. Oh. Ah, mal wieder ein bisschen fighten. Sehr schön. Na, das war doch easy. Noch einer. Ah, ist doch gar kein Thema für uns. Boom. Eigentlich brauchen wir gar keine, sag schon, gar keine Skills. Die Viecher machen wir auch so platt. Ja, was mich ein bisschen nervt, und ich glaube, da habe ich wahrscheinlich echt schon den einen oder anderen übersehen, dass wir HP dazu kriegen oder so ein Zornkern oder was weiß ich nicht was. Ich glaube, da haben wir echt schon... Hier passiert doch gleich was. Okay. Ja, sowas habe ich bestimmt übersehen. Und das nervt mich dann tatsächlich ein bisschen. Aber...
Hilft ja alles nichts. Ich habe euch gesagt... Uiuiui. Ich habe euch gesagt, ich zocke blind, also ich kenne es noch nicht. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon mal durchgezockt haben. Ach, scheiße. Ja, gerade noch eine große Fresse gehabt und jetzt hier so auf die Mitte kriegen. Das ist natürlich klasse. Weg und weg. Hui. Na, kriege ich dich noch? Und weg. Wow. Das entschuldigt, wenn das hier so ein bisschen durcheinander ist, aber wir müssen ja genau hier überleben. Ich habe keinen Bock, hier drauf zu gehen. Und bam. Ach, geil. So, kriegen wir gleich ein bisschen HP. Oh, da. Zack. So, war das alles? Erstmal schon. Oh, da. Habt ihr das gesehen? Da links war gerade ein Loch in der Wand. Ist das das, wo der rausgekommen ist? Ja, ich weiß nicht, ich müsste mich wahrscheinlich echt ein bisschen besser noch umschauen. Aber sehr schön. Sehr schön. Ein weiteres Teil zu unserer Rüstung. Ja, ich müsste mich wahrscheinlich hier und da echt noch ein bisschen weiter umschauen, aber ich will jetzt auch nicht allzu sehr suchen. Ein bisschen vorwärts kommen wollen wir ja auch, ne? Ah. Sehr schön, sind wir wieder voll. Ja, aber mit zwei HP-Balken, das ist jetzt auch noch nicht die Welt. Ich glaube, da könnte man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr haben, oder? So, wo kommen wir denn hier hin? Ich bin echt dankbar, dass wir... Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dass wir kein Problem mit Luft haben. Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Aber es ist auch so. Hier noch mehr. Geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Wo sind wir denn hier? Gucken wir uns doch mal um. Komm ich hier nicht raus? Doch. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Dann schauen wir uns doch mal um. Von einem Becken in das nächste. Okay, weiter runter. Okay. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, unter uns können wir auch noch lang. Hört ihr auf zu beißen. Da geht's auch noch weiter. Ne? Wir schauen erstmal oben lang. Und dann gehen wir unten mal schauen. Immer eins after dem anderen. Okay, ich probiere hier gerade schnell zu machen. Hier kommen wir also nicht lang. Wurde uns also die Entscheidung quasi abgenommen, wo wir lang gehen. Dann schauen wir doch mal, was hier unten Schönes ist. Ist hier hinter uns noch was? Nee. Ja, ich will nichts... Genau, ich will nichts übersehen. Ah. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Oh. Ah, das war natürlich der Falsche. So, was haben wir denn? Wir haben ausgerüstet. Olle Imscheck. Ach, Waffenerfahrung, die im Kampf gewonnen wird und die Rüstungsstufe. Und wir haben jetzt gerade den Schnitter bekommen. Anzahl der Seelen, Ach, und zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Ach, okay. Ich glaube, seht ihr, das ist eine gute Idee. Wir werden das nächste Mal, wenn wir irgendwie einen Wohlgrim finden, werden wir uns die Sense kaufen. Erinnert mich mal dran. Ich denke mal, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat, aber wir müssten eigentlich mittlerweile... Bin ich überhaupt richtig jetzt? Wir müssten aber mittlerweile eigentlich dick genug haben. Also mit, ich glaube, fast 12k, die wir jetzt auf der hohen Kante haben.
Das sieht doch nett hier aus. Da ist ein Hebel. Das hier ist doch Zorn, oder? Ist das ein Splitter? Es ist ein Splitter. Sehr schön, Leute. Cool. Cool, cool, cool. Das freut mich. Und hier haben wir ein Hebelchen. Hm. Ist das die Stelle, wo wir vorhin... Genau, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind? Na, runter mit dir. So, jetzt müssen wir da lang zurück, ne? Ja, genau. So, 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 so. Oh, neue Gegner. Ja, irgendwie treffen sie mich dann ja doch immer mal wieder. Aber ich glaube, die machen jetzt nicht so einen Schaden, ne? Hier waren wir hergekommen, ne? Oh, ja. Da sind Gegner, das heißt, wir müssen da lang. Ui, was war denn das? Hier lang, genau. Das ist das. Das müsste das Ding sein, was gerade zugegangen ist. Quatsch, zugegangen ist. Auf. Ui. Ich hab doch vorhin irgendwas gesagt von wegen, wir müssen echt mal nach Kisten gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ach so, klar. Der Schlüssel. Gott sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt Kisten finden ohne Ende. Aber natürlich, die Kiste brauchen wir ja. Da lang jetzt. Ah, sieht schon cool aus. Wobei ich echt auch den Vergleich nicht habe. Vielleicht haben einige von euch Darksiders damals, also den ersten Teil damals schon gezockt, als er neu war. Ist ja schon so ein, zwei, drei Jahre her. Aber so finde ich jetzt schon ganz cool aus. Damals sah es wahrscheinlich nicht ganz so gut aus. So, mal schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ah. Ich habe ja so eine Vorahnung. Seht ihr das da unten? Haben wir nicht aus so einem Ding neulich unser, hier, unser Dingens gekriegt? Und Leute, was ich außerdem vermute, seht ihr das hier unten? Das sieht doch so ein ganz, ganz kleines bisschen nach einer Arena aus. Außerdem, immer wenn man eine neue Waffe kriegt, und so sieht das hier einfach mal aus, muss man sie doch bestimmt testen, oder? Was ist das, ein Handschuh? Ein Handschuh. Jawoll. Tremor-Handschuh. Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs Y gedrückt halten. Schauen wir nochmal. Y gedrückt halten. Boom. Cool. Ah, okay. Na toll. Aber das haben wir ja auch noch. Hey, hey, jetzt stopp mal. Ich war doch hier gerade in meinem Special-Modus. Ah, cool. Das ist auch neu. Bin ich den jetzt gerade geritten? Ich kenne das. Wow. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Rambazamba. So. Unserem Special-Modus macht uns hier niemand was vor. Oh, das war's leider auch schon. Na, kommt hier noch was? Oh, ja. Boom!